zeige heute ein typisches französisches Rezept. Das werden die bretonischen Galettes sein mit Buchweizenmehl. Gefüllt sind die dann mit Ziegenkäse, arrangiert mit einem schönen fruchtigen Blattsalat. So, ich gebe jetzt die Eier in eine Schüssel. Das sind ganze Eier. Wir hatten quasi nicht getrennt. Einen ganzen Liter normale Vollmilch, 3,5% Milch, Fettanteil. Dann würzen wir das Ganze mit ein bisschen Salz. Dann klassisch, was bei Teigrezepten auch nicht fehlen darf, ist der Muskatnuss. Pfeffer aus der Mühle. Können wir einen ganz normalen weißen oder schwarzen Pfeffer nehmen, das ist erstmal egal. Dann gebe ich einen Schluck Mineralwasser rein, weil dadurch der Teig schön fluffig wird. Und halt die Eier jetzt mit der Milch verschlagen. Wie schon erwähnt, wir machen bretonische Galettes, das heißt, es ist komplett reines Buchweizenmehl. Das Buchweizenmehl hat die Eigenschaft, dass es kräftiger schmeckt als normales Weizenmehl. Bringt daher auch noch eine gewisse Würze mit. Das rühren wir komplett hier rein. Das Buchweizenmehl muss in den Teig ein bisschen stehen bleiben, damit der Klebereiweiß sich besser verteilt. Das heißt, dass der Teig dann in der Pfanne besser bindet und nicht kaputt geht. Wir geben immer noch frische Petersilie gehackt hinzu. Schmeckt einfach besser, ist aromatischer. So. Und ganz zum Schluss immer merken, wenn man was mit Teig macht oder überhaupt, kommt immer ganz zum Schluss ganz normales Rapsöl hinzu. So, das wäre eigentlich schon komplett die Vorbereitung für die klassischen bretonischen Galettes. So, jetzt ist die Pfanne auf der richtigen Temperatur. Jetzt geben wir hier ein bisschen Pflanzenöl hinzu, tun das Öl in der Pfanne ein bisschen schwenken, dass es schön verteilt ist in der ganzen Pfanne. Jetzt ist unser Teig durchgezogen. Da gebe ich 2 solche Kellen und jetzt muss die Pfanne ein bisschen gedreht werden, dass komplett der Teig überall gleichmäßig verteilt ist. So. Aufpassen, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, sonst wird er zu dunkel. Die haben halt jetzt nicht die klassische Größe, wie sie so von Crepe vielleicht kennen. Und dann sieht man schon schön, wenn oben das Graue so ein bisschen ins Dunkel reingeht, weiß man gleich, dass man ihn wenden muss. Da ist er schon mal schön durch an der einen Seite. Und jetzt wendet man ihn schnell, zack. Und jetzt hat man einen gleichmäßig gebräunten Buchweizencrepe. Diese Löcher in diesem Crepe-Teig, das soll so sein, das ist das Mineralwasser, was ich hinzugegeben habe. Dadurch ist der Crepe wunderbar fluffig. Jetzt machen wir die Pfanne aus. Jetzt gehe ich auf mein Brett, lege den hier rauf. Jetzt habe ich hier so einen schönen, pikanten Frischkäse aus Tomaten, Paprika, Kräutern. Dann beschmiere ich jetzt den Crepe. Der bringt so eine gewisse Schärfe mit rein. Und halt, dass das alles schön schmackhaft zusammenpasst. So, jetzt habe ich hier klassische Ziegenkäserolle. Die ist nicht aus Rohmilch, das ist pasteurisierte Ziegenkäse. Den tue ich jetzt nur in der Mitte verteilen. So, jetzt gebe ich Schnittlauch einfach mit drüber. Und jetzt wird der Crepe bis zur Mitte so gerollt und dann kommt er noch mal so für 8 Minuten in den Ofen, damit der Ziegenkäse schön weich ist und auch verläuft. Dadurch schmeckt er einfach besser. Den Crepe und das Ganze jetzt bei, wir machen so 175 Grad, so 6 bis 7 Minuten reicht aus. Zu Hause hat man ja vielleicht gar keinen Kombidämpfer, da benutzen Sie ganz einfach Ober- und Unterhitze, so bei 160 bis 180 Grad. Aber immer nur auf die Temperatur schauen, nicht, dass der Crepe zu dunkel wird. Sieht gut aus.
So, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt nehme ich diesen Crepe aus dem Ofen. Probiere. Ja, Ziegenkäse ist schön verlaufen. Jetzt schneide ich den Crepe in drei Teile. Ein bisschen schräg geschnitten, macht auch was für die Optik her. So. Und mariniere jetzt den schönen gemischten Salat. Leg den so ein bisschen oben drauf, dass der schön höher kommt. Das Ganze garnieren wir jetzt noch ein bisschen mit Frühlingslauch. Zum Schluss kommt noch eine kleine Prise gemahlenen Pfeffer aus der Mühle rüber. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de